Ich freue mich, Sie heute hier in Straßburg begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Helmut Geuking, bin 1964 geboren, Familienvater von drei Kindern und ich komme aus der wunderschönen Stadt Billerbeck, die 28 Kilometer von Münster entfernt liegt, im Kreis Coesfeld. Ich bin der erste Europaabgeordnete aus dem Kreis Coesfeld überhaupt und bin über die Familienpartei Deutschlands, dessen Bundesvorsitzender ich bin, ins Europäische Parlament gewählt worden. Als Familienvater von drei Kindern und selbst in einer Familie mit vier weiteren Geschwistern groß geworden, kenne ich oder sind mir die Problematiken der Familien durchaus gegenwärtig und auch bewusst. Daher ist es unser Anliegen von der Familienpartei Deutschlands, die Situation der Familien europaweit zu verbessern. Wir sind der festen Überzeugung, dass nur aus starken Familien heraus auch ein starkes Europa entstehen kann, das sich in dieser globalen Welt behaupten kann. Ich selbst habe es nicht einfach gehabt. Mit 15 Jahren war ich halbweise, habe dann das Handwerk des Bäckers erlernt. Später bin ich dann im Justizvollzugsdienst eingestiegen, in öffentlichen Dienst als Beamter, habe die Justizakademie besucht, habe dann nebenberuflich nochmal die Krankenpflege auf eigenen Wunsch gemacht, weil meine Mutter sehr früh an Krebs verstorben ist, war es mir ein Bedürfnis. Habe dann den Pflegedienstleiterschein am Europäischen Institut gemacht und habe dann die Firma Humanitas Münsterland gegründet, eine Pflegedienstfirma, heute die größte im Münsterland, die heute mein Bruder leitet und führt, um Menschen direkt zu helfen. Das war mir immer ein Anliegen und über diesen Wege bin ich auch in die Politik gegangen. 17 Jahre SPD haben mich natürlich geprägt, aber die SPD war doch nicht das, was ich mir für die Politik, für die Menschen vorgestellt habe. Und somit führte mich mein Weg in die Familienpartei Deutschlands, dessen Bundesvorsitzender ich heute bin und die mich auch entsendet haben hier ins Europäische Parlament. Ich freue mich, dass Sie hier in Straßburg sich informieren über die europäische Politik, die so wichtig ist für die nachfolgenden Generationen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt in Straßburg und bedanke mich bei Ihnen für Ihr Engagement und Ihr Interesse an unserer Politik.